Die einen sagen, die Damen und Herren in Fahrdorf in Schleswig, die singen einfach gerne und treffen sich deshalb einmal im Monat zum Kaffeeklatsch und zum gemeinsamen Singen. Andere sagen, sobald sie zusammen singen, verletzen sie Urheberrechte. Und das kostet. Das Ende vom Lied. Die GEMA ist beim Singkreis Fahrdorf auf Gebührenjagd. Frühlingserwachen im Kulturcafé von Fahrdorf. Für die Inhaber ein böses Erwachen, denn kaum hatte eine Lokalzeitung über diesen Singkreis berichtet, kam eine Rechnung von der GEMA. Wenn wir nicht wissen, worum es sich konkret handelt und deshalb aufgrund der Berichterstattung eine Vermutung haben, dass hier ein Vergütungsanspruch vorliegt, dann stellen wir eine Rechnung. Eine Rechnung jetzt hier im Falle von 24 Euro. Die Rechnung betraf nur eine von Dutzenden Singstunden. Helga von Assel befürchtet Nachforderungen von vielen tausend Euro dafür, dass hier bei Kaffee und Kuchen Volkslieder gesungen werden. Um Leuten, alten Leuten, ein bisschen Freude zu machen, ne? Um sie mal so aus ihren Löchern rauszukriegen, ne? Oder auch mal aus Altenheimen oder auch mal mit Leuten zusammenzuführen, die noch nicht so alt und traurig sind. Ein gut gemeinter Kaffeeklatsch gegen den Altersfrust. Also auf die GEMA, die Vertretung von Komponisten und Autoren, wirkte das aber wie eine kommerzielle öffentliche Veranstaltung, bei der für das Singen urheberrechtlich geschützter Musik gezahlt werden muss. Geld, dass weder Helga von Assel noch ihre Sänger aufbringen können. Ja, was würde das Ende des Chores bedeuten? Des Chores ja nicht, der Gemeinschaft, der Singgemeinschaft hier würde das bedeuten. Ja, das ist klar, dann hören wir auf. Ne? Das kann doch eigentlich nicht sein. Und meine erste Idee war, wenn jetzt eine Radgruppe kommt hier und bei Frau von Assel Kaffee trinken will und die fangen an zu singen, dann machen die sich schon strafbar. Das kann doch nicht sein. Droht damit auf vielen ähnlichen Singkreisen bundesweit das Gebühren aus, ist Fahrdorf nur der Anfang vom Ende des singenden Besinnens auf alte Zeiten? Politiker fordern Verhandlungen mit der GEMA. Also wenn man nicht jetzt gleich dieses Verfahren stoppt, dann könnte es dazu führen, dass viele weitere verunsichert werden und dass du da wirst überhaupt nicht kommen. Die GEMA als Gesangsbremse für Volksliedfans? Das wollen sich die Urheberschützer nicht nachsagen lassen und lenken im Fall Fahrdorf ein. Jetzt haben wir zumindest die Informationen erhalten, die wir gebraucht haben. Und da zeigt sich jetzt die Sache so, dass es eine kleine private Veranstaltung ist, die in einem regelmäßigen Kreis stattfindet, wo die Personen, die miteinander singen, sich kennen. Helga von Assel will aber erst wieder zum Singen laden, wenn sie das von der GEMA auch schriftlich hat.